Weißbrot, Roggenbrot, Vollkornbrot. Die Liste der deutschen Brotsorten ist lang. Auch die Bäckerei Zwiesler in Stiefenhofen bietet eine Vielzahl an Brotsorten an. Während der Fastenzeit kann man hier nun auch Solibrot kaufen. Die Aktion Solibrot entstammt von Miserio und der Diözesanverband Augsburg hat sie dann übernommen vor 5 Jahren. Wir haben sie vom Bezirk Lindenberg vor 4 Jahren übernommen und seit heuer ist es bundesweit, also in ganz Deutschland, beteiligen sich die Frauenbunde an dieser Aktion. Das Solibrot ist kein herkömmliches Brot, denn dieses wird normalerweise nur vom Aschermittwoch bis Karsamstag verkauft. Es ist ein Mehrkornbrot, das mit unserem hauseigenen Sauerteig gebacken wird und es wird auch nur in dieser Zeit gemacht. Also nur in dieser Fastenzeit wird das Brot gemacht und danach nicht mehr. Rund 20 bis 30 Solibrote werden täglich in der Bäckerei Zwiesler in Stiefenhofen im Westallgäu gebacken. Das Brot kostet 30 Cent mehr und diese 30 Cent pro Brot werden unter dem Dachverband Miserio und dem Diözesanverband Augsburg gesammelt. Mit dem Geld werden verschiedene Projekte im Ausland unterstützt. In Kenia bzw. Tansania werden Bildungsprogramme insbesondere für Mädchen und Frauen gefördert, damit die ebenso auf eigenen Füßen stehen können und nicht auf der Straße landen. 30 Cent mehr pro Brot, ein Betrag, der den meisten Deutschen gar nicht auffällt. Doch durch diese kleine Spende können beachtliche Summen entstehen. Bis jetzt war bei uns im Bezirk immer über 2000, also letztes Jahr sogar 2600 Euro. Und ich finde das ganz klasse, weil das alles über Kleinbeträge zusammenkommt. Im Bezirk Lindenberg nehmen 33 Geschäfte an der Solibrot-Aktion teil. Dieses Jahr steht das Projekt unter dem Motto Friedvoll gerecht. Friedvoll gerecht heißt, Friede alleine ist zu wenig und Gerechtigkeit alleine ist auch zu wenig. Wir wollen also friedvoll, voll Friede und voll Gerechtigkeit für alle, für Frauen und Männer, für Kinder, Jugendliche, in Beruf und in der Kirche. In ganz Deutschland engagieren sich Menschen für andere Menschen in Not. Sie wollen auf das Leid in der Welt aufmerksam machen und sie setzen auf die Solibrot-Aktion. Dass das immer noch mehr bekannt wird, dass vielleicht noch mehr Bäckereien mitmachen und Brot backen und dass wir so immer mehr die Armen in den südlichen Ländern unterstützen können und dass es vielleicht irgendwann mal so weit kommt, dass sie ihren Lebensunterhalt selber bestreiten können. Das wäre unser Traum. Die Solibrot-Aktion bietet konkrete Hilfe für Menschen in Entwicklungsländern. Hilfe, die Menschen in Not satt macht und ermutigt. Und auch für Deutsche bietet das Projekt einen Anreiz, denn Solibrot schmeckt gut und tut gut.